So, also MK2-Dingens ist fertig. MK2-Dingens kommt rein. Schön. Ich hätte jetzt gerne noch einen Cargo-Container. Noch einen Cargo-Container. Und den sieht falsch rum aus. Ah, kann man drehen. Okay. So, kein Brennstoff. Wie tue ich Brennstoff rein? Go to the station, remove the station, run the train, add to the station. Nein. Achso, Enter wahrscheinlich. Ja, okay. Nein. Also ist jetzt Holz drin, weil ich's. Nein, oh. Ach, ich kann selber fahren. Ja, sehr schön. Könntest du bitte anhalten? Okay, rollt aus. Ich muss mit den Dingern irre gefährlich sein. Mir wurde schon von mehreren Leuten berichtet, dass die ganz gerne mal Spieler umbringen. So, das ist die zweite Station. Hammond und Marvin Draken. Du? Plus? Plus? Run the train. No path. Ach so, du kannst nur in die Richtung fahren. Wir bräuchten jetzt also eine zweite Locomotive auf der Seite, damit das Ding hin und her fahren kann. Oder wir machen einen Kreisverkehr. Okay, das heißt du remove, remove, stop the train. Okay. Also die Grundlagen habe ich, glaube ich, begriffen. Wir brauchen nur Zeit und einen Platz, wo das Ding überhaupt hinfahren kann. Und was mir auch gerade einfällt, ein Entladesystem. Nämlich die Dinger hier. Dafür bräuchten wir hier auch wieder Strom. Nicht die großen. Die da. Also Entladesystem mit ganz vielen, ja, passiven Kisten oder aktiven Kisten? Wahrscheinlich eher aktiven, huh? Damit das hier nicht verstopft. Das ist sonst ein bisschen doof. Und machen wir einen Kreisverkehr oder machen wir einen Hin- und Herverkehr? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mir echt noch überlegen. Aber ich baue trotzdem schon mal hier so einen Ansatz von einem Entladesystem. Hier. Müssen wir mal gucken, ob das einigermaßen so hinhaut, wie ich mir das gerade denke. Und ihr kriegt erstmal die ganzen rosa Kisten, weil ich davon recht viel habe. So. Oh, ich kann ja selber das Ganze dahin fahren. Dich baue ich mal kurz ab. Dann setze ich die auf die andere Seite wieder ran. Dann befülle ich dich mit Holz. Oh, was habe ich gerade gemacht? Ich habe meine Wetter. Wie habe ich das vorhin gemacht? Nicht so. Shift? Ja, so tue ich das Inventar. Du da, du da. Ah, jetzt habe ich es eingesammelt. Enter, bin ich drin. Ich verstehe das nicht. Okay, wir machen es andersrum. Ich steige aus. Ich mache hier eine Kiste hin. Das ist eine Requester Chest. Da kommt ein Ärmchen ran. Und ich stelle erstmal noch nichts ein, sondern fülle das Ding ja von Hand. So. Und ich sollte nach vorne fahren. Oh, falsch rum. Nein! Ich kann sie nicht drehen. So rum ist richtig rum. So. Das wäre jetzt die Haltestation. Oh. Ja, ich fahre mal kurz zurück. Das sieht cool aus. Stopp.
Ja, jetzt klaut ihr mir die ganze Kohle. Und du fährst bitte... Das war Marvin Draken, ja. Das kommt dazu. Run. Zack. Okay, also das Ding da ist schon mal Morgs. Oder wir setzen die Station einfach einmal weiter nach vorne. Weil ich hätte eigentlich schon ganz gerne, dass hier das ganze Ding ausgenutzt wird. Das heißt, du weg. Du brauchst erstmal wieder ein Gleis. Da. Du dahin, du bist jetzt Tiers Vogel. Tiers Vogel. Add. So. Das Ding würde jetzt leer gemacht werden. Und das Ding würde leer gemacht werden. Das würden wir so bei allen machen und er wird es entladen. Okay. Du flieg, Vögelchen, flieg. Wir bräuchten allerdings hier noch einen Roboport, um das alles so hinhaut, wie es klappen soll. Okay. Und den schnappen wir uns da und... wird sogar richtig eingezeichnet hier. Sehr schick. Dann schnappen wir uns das Kupferfeld da unten. Und das Eisenfeld da oben könnte ein Problem werden. Und die Stromversorgung jeweils könnte ein Riesenproblem werden. Weil ich weiß nicht, wie viele... Wir werden einfach so ein Powerhouse bauen müssen. Also in jeder Basis für Ressourcen werden dann ganz viele Solarzellen auf dem Boden liegen. Ein paar Akkus und sonst Lasertürme. Und halt eine Bahnstation. Und das müssen wir jedes Mal abreißen und neu bauen, wenn wir zu so einem Feld ziehen. Heuschreckenartig. Das wird eine Menge Arbeit, denke ich. Aber mit jedem Mal geht es wahrscheinlich schneller. Na gut, ich werde jetzt noch einmal Stahl klauen. Dann gucke ich mal, ob ich über den Schmelzöfen noch was machen kann. Beziehungsweise an meiner Powerrüstung, damit ich mehr Aliens töten kann. Weil ich würde schon ganz gerne das da wegmachen. Eins davon. Ist mir zu nah dran. So, bauen. Was könnte ich bauen? Fusionsdingens kann ich nicht bauen. Solarpanel klingt... Oh, eine MK2-Batterie klingt sehr gut. Stahl. Jo. 300 Stahl. Okay. Du kleiner Arm. Füll mal bitte diese passive Kiste. Danke. Wie sieht es mit Chips aus? Ich habe 117 Chips, das ist gut. Ich habe fast keine blauen, aber das ist dann halt so. Du kriegst gleich eine größere Batterie. Du brauchst dann nur noch mehr Strom tagsüber. Und noch mehr Schilde? Oder was tun wir da rein? So ein MK2-Schild wäre schön. Aber das braucht halt... 10 Energie, das können wir bauen. Ja, dann bauen wir bitte. Das dauert jetzt. Gut. Grüne Chips hat wieder nicht genug Draht. Gucken wir mal ins System. Also, wir haben immer noch viel zu viel Eisen. Achso, ja, die passiven Kisten zählen auch mit. Okay. Wir haben viel zu viel Eisenerz. Wir haben auch eigentlich zu viele Eisenplatten, obwohl das nicht stimmen kann. Guck mal ganz kurz. 100. Die Dinge brauchen wir eh nie. Hier könnten mehr rein. Aber es ist durchgehend am Arbeiten. Ist alles gut. Du brauchst kein Eisen. Ihr braucht durchgehend Eisen. Habt aber auch immer durchgehend Eisen. Also ja, Eisenplatten scheinen okay zu sein. Die Fuel Blocks. Ich wollte gerade einen mitnehmen, um den ME-Exporter richtig einzustellen. Hier. Du kannst ruhig auch, wenn das andere alles nicht da sein sollte, Fuel Blocks hier einlagern. 100 Stück. Aber scheint hier soweit alles zu klappen. Akku geht runter, aber hält sich alles. Alles gut. Oh, und die Sachen sind fertig. Teilweise zumindest. Also einmal die tolle neue Batterie. Zack. Die sich jetzt nicht auffüllen wird, weil gerade kein Sonnenlicht kommt. Ein Solarpanel. Und da sind die Schilde. Es
werden noch 3 gebaut, ja. Dann haben wir ein besseres Schild. Wir haben mehr Energiespeicher. Wir haben allgemein viel mehr Schilde. Und wir haben Munition. Das heißt, nächste Folge ist Pew Pew angesagt. Wir gehen los und wir wollen Aliens töten. Damit wir ganz viele lila Tränke bekommen für Hightech-Kram. Was sagen die Roboter? Roboter sagen, 90 haben nichts zu tun. Ist also auch okay. Ja, also wir haben gut was geschafft. Wir haben die Mauer einmal rumgezogen. Wir haben überall so einigermaßen Türme hingesetzt. Obwohl da noch viel, 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 viel mehr hin können. Wir müssen halt immer gucken, von wo die Angriffe kommen. Die dann zurückschlagen und dann die Stellen verstärken, von wo die Angriffe kamen. Das werden wir halt nach und nach erst sehen können. Also das haben wir. Wir haben unsere Rüstung verstärkt. Wir haben... Was haben wir sonst? Ah, den Zug unten haben wir, also das Zugsystem unten haben wir angefangen zu bauen. Auch wenn er noch nirgendwo hinfährt. Es ist, aber ja. Ups. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Da. Und hier hätte ich auch gerne Licht. Also, nochmal. Aliens töten. Das Zugsystem weiter ausbauen. Und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Aber Aliens töten und Zugsysteme ausbauen dürfte schon mal eine Weile für Beschäftigung sorgen. Das heißt, ich baue jetzt noch kurz das eine Ding ein. Oh, muss ich erstmal dafür die rausnehmen. Das ist doof. 10. Oh, ich habe keine blauen Chips. Blaue Chips habe ich aber schon eingestellt, oder? Also, dass das Ding wieder laufen soll. War ich eigentlich der Meinung. Und es gibt keine Abnehmer für blaue Chips. Hoffe ich doch mal. Die hier brauchten keine blauen Chips, nein. Achso, die werden einfach nur tierisch langsam hergestellt, weil nicht genug grüne Chips da sind. Das kann ich ändern. Hier, mach mal. So, ich hätte nämlich ganz gerne das tolle Zeug da. Personal Laser Defense. Das klingt auch sehr gut. Bau davon auch gleich mal 2. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass die sehr viel... Ja, braucht sehr viel Platz. Macht aber 5 Schaden. Wie viel Schaden hat unser Ding da? Damage Bonus 20. Achso, hier ist Schaden. 16. Ha, das heißt, wenn wir 3 Dinge davon einbauen würden, würde unser Schadensoutput verdoppelt werden. Ah, ist schon mal krass. Gucken wir gleich mal. Blaue Chips werden immer sofort bei mir abgeliefert. Jo. Da. Zeig mir her das gute Stück. Warum kann ich dich nicht einbauen? Das sieht so aus, als wenn das da nicht hingehört. Warum bist du rot? Discharge Defense, brauchen wir dich dafür? Ich guck mal ganz kurz hier bei der Forschung. Da, Personal Laser Defense, researched. Dimension 2x3, Damage 5. Vielleicht springt es erst an, wenn Gegner in hier sind. Electricity ist voll. Ja gut, das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ich baue trotzdem gleich das zweite auch noch ein. Wir haben ja doch ein wenig Platz momentan. Und wir sollten auch noch mehr davon bauen. Weil das Deck 2 Ding davon ist schön und gut. Es bringt uns nur nichts, wenn wir davon nur eins haben. Ich würde schon ganz gerne den ganzen Platz ausnutzen. Das heißt, wir bauen jetzt hier gleich den anderen Laser noch ein. Da. Und dann wird der restliche Platz ausgenutzt mit Schilden und mehr Solarpanels. Was brauchen wir für die kleinen Solarpanels eigentlich? Große Solarpanels. 5 Stück. Total übertrieben. Und wie groß sind die? Die Solarpanels sind echt riesig. Und davon habe ich 5 Stück bei mir in einem so einem kleinen Fältchen drin. Das ist ganz schön kompakt. Aber na gut. So, das wird gebaut. Ja, also, nächste Folge. Züge und mehr Aliens töten. Wir müssen nur darauf warten, dass hier 5 blaue Chips noch gebaut wurden. Das ist so krass, wie viel die schlucken. Aber na gut, wir sehen uns gleich wieder.